Es ist schon sagenhaft, also Abschiebungen auch nach Syrien, nach Afghanistan, Aussetzung von Dublin III, Schutz der Grenzen, der nationalen Grenzen, Fahndung nach denjenigen, die geflohen sind, die Migrationspolitik der letzten 10 Jahre überdenken. Das sind so die Äußerungen von Dietmar Woidke. Er kommt jetzt mit Äußerungen auf den Plan, für die er uns und mir persönlich vor 4 Jahren den Verfassungsschutz vors Haus gehetzt hat. Er erzählt jetzt das, was wir leider schon vor 8 Jahren gesagt haben, weil völlig klar ist, dass ein Land, das seine Grenzen für jedermann öffnet und nicht danach fragt, wie alt bist du, wo kommst du her, welche Absichten hast du, sondern jeden Unsinn glaubt, dass ein solches Land kaputt gemacht wird. Jetzt, 2 Wochen vor den Wahlen, kommt Dietmar Woidke auf den Trichter und sagt, wir müssen die Gesetze einhalten. Wo man sich doch sofort fragen muss, wenn jemand neben einem sitzt, der 11 Jahre Ministerpräsident ist, der dann erzählt nach 11 Jahren, wir müssen die Gesetze einhalten. Wo lebte der Mann? Was hat er gemacht? Und wenn er dann erzählt, Angela Merkel hat ja die Grenzen geöffnet und nicht Olaf Scholz, womit er recht hat. Aber dann fragt man sich, was hat er denn seit 2015 gegen Angela Merkel gesagt? Nichts hat er gesagt. Er hat es laufen lassen. Und er hat es nicht nur laufen lassen, er hat dazu noch mit seinem Bündnis Tolerantes Brandenburg gegen jeden, der irgendwie kritisch war gegen diese Politik, den Verfassungsschutz aufgeboten.